Hallo zusammen, ganz, ganz herzlich willkommen hier auf diesem Format. Ja, auch hallo von meiner Seite. Wir haben gestern das Format angefangen, The Hour of Prayer, eine Stunde zu beten, weil ich glaube, in einer Krisensituation ist es mega wichtig, dass wir auch ganz eifrig einfach beten, auch eine Sichtweise bekommen. Wer ist unser Gott im Himmel? Auch in der größten Krise ist Gott noch immer Gott. Und das Thema von gestern war gewesen, wie kann man beten in einer Krise? Und wir hatten das Wellengebet durchgenommen, eine Form, wie man eine Stunde durchbeten kann. Und was wird das Thema von morgen sein? Morgen werden wir mit den Namen von Gott beten. Das ist eine andere Gebetsform, die wir vorstellen und dann gleich auch praktisch anwenden. Und heute? Ja, heute ist das Thema, wie schlimm ist der Coronavirus wirklich? Und das ist eine ganz, ganz große Frage. Wir werden das Bruder-Klaus-Gebet miteinander entdecken. Susanne, der Coronavirus, es gibt ja verschiedene Meinungen. Die einen sagen, es ist alles nur ein Hype, alles von Menschen gemacht und ein Wirtschafts-, was auch immer. Und andere sagen, nee, das ist mega schlimm, man muss achten und schauen. Und wenn man die Statistiken anschaut, ist eben Coronavirus nicht einfach eine Grippe, sondern sie ist 10 bis 15 Mal stärker. Das heißt, das ist mal ein Fakt, man steckt sich sehr, sehr schnell an und die Welt ist ja global geworden mit Fliegen, mit Reisen. Also man schleppt das hin und her. Aber dann gibt es ja auch ein Problem mit den Spitälern. Also warum hat die Regierung sich entschieden, alles runterzufahren? Gibt es einen ganz einfachen Grund? Genau, der Grund ist deshalb, weil sonst die Spitäler so voll werden mit allen Kranken, dass sie nicht mehr alle handhaben können, weil die Spitäler sind ja auch jetzt nicht leer. Also ich meine, die waren auch vorher nicht leer. Da hast du schon Leute gehabt mit Unfall, mit Krankheiten, mit Krebs, mit was auch immer sie im Spital waren. Und deshalb diese großen Vorsichtsmaßnahmen. Man sagt ja auch, es ist auch eine Lungenkrankheit, dass die Leute müssen an eine Lungenmaschine gehen und wenn plötzlich das Tausende von Leuten betrifft, dann kann man das gar nicht mehr lösen, weil so viele Geräte gibt es gar nicht. Man sagt, in Deutschland gibt es 28.000 Notfallstationen, das heißt, sie werden total überfordert. Und dann würde das bedeuten, wie in einem Krieg, denen können wir helfen, alles ist voll, das heißt, alle anderen werden jetzt und müssen halt jetzt sterben, weil die Medizin ist nicht mehr gewährleistet. Wir haben gesagt, lass uns eigentlich alles entschleunigen, auch ein bisschen auf die Bremse gehen, damit wir nicht einen Kollaps im Spital bekommen, dass mit Menschen, die einfach sowieso auch ein Gebrechen haben, nicht mehr in das Spital gehen können. Und darum ist die Situation eben kombiniert mit der jährlichen Grippe, Coronavirus und dann auch noch das, was man immer hat. Und das ist eine ganz, ganz... Das ist eine Ausnahmesituation und für uns ist es wichtig, dass wir zum einen mit Respekt das Ganze behandeln, aber zum anderen auch, wir haben eine hoffnungsvolle Botschaft und die möchten wir verbreiten, neben all den anderen News, genau mit diesem Format hier, wo wir zusammen online beten können. Ja, wenn jeder so einen Beitrag dazu hält, in dem Sinn, man wäscht die Hände, man desinfiziert sich, man hat einen Abstand in dem Sinn, dann kann man das wirklich massiv runterfahren und man sollte sich wirklich, wirklich daran halten, meine, dann geht es auch wieder relativ schneller vorbei, sonst geht das ewig lange. Und ich möchte euch, bevor wir das Bruder-Klaus-Gebet eintauchen, möchte ich euch ganz kurz aus dem Alten Testament mitnehmen. Ich habe das schon gestern erwähnt, aber ich möchte es nochmals erwähnen, weil Seuchen gab es auch im Alten Testament und auch die Offenbarung spricht davon, es wird Zeiten geben, wo Seuchen uns das Leben lahmlegen wird. Und im Alten Testament, im Buch Levitikus, ist es interessant, gab es auch Seuchen und da gibt es eine ganz klare Anordnung, was man da machen sollte. Das Erste, was Menschen gemacht haben im Alten Testament, wenn eine Seuche kam, sie haben eifrig angefangen zu beten. Mit anderen Worten, eine Seuche verbindet die Church wieder, gibt auch etwas Erweckliches, wie eine Revival-Momentum. Man wird dir bewusst, wenn Gott nicht eingreift, dann sind wir verloren, genau. In dem Sinn. Fokus auf Gott. Das Zweite, was man dann gemacht hat, man hat den Leuten, die infiziert waren, hat man in eine Quarantäne geschickt. Man hat sie wirklich abgesondert. Das Dritte, man hat die Gebiete, wo Leute das erlebt haben, hat man desinfiziert. Wir haben gesagt, wir müssen dieses Gebiet reinigen. Macht man heute ja auch. Und das andere, man hat sich isoliert, mit anderen Worten, man hat sich nicht mehr die Hände gegeben, man hatte auch eine Distanz entwickelt zu den Mitmenschen. Das war völlig normal im Alten Testament in dem Sinn. Und dann hat man die Häuser mit Blut bespritzt, mit anderen Worten, wir sind gesegnet, weil Gott ist unser Gott.
Und dann hat man das Abend. Und Gott lebt in diesem Haus. Und dann hat man das Abendmahl eingenommen. Abendmahl bedeutet, dass Gott ist unser Heiler, Gott ist unser Versorger. Und was ich interessant finde, wir machen fast alles von dem. Wir machen Quarantäne, wir isolieren uns, wir desinfizieren uns. Aber das Gebet und auch das Abendmahl geht sehr, sehr oft verloren. Und darum wollen wir in der Hour of Prayer eben genau miteinander eifrig beten. Und wir werden Gebetsformen durchgehen. Und wir möchten auch das Abendmahl zusammen einnehmen, weil das ist eine gigantische Kraft, die Gott uns geschenkt hat. Also, heute ist das Thema Bruder Klaus Gebet. Ist der Virus wirklich so schlimm? Und was hat dieser Titel zu tun dann mit dem Bruder Klaus Gebet? Sagen Leute, was ist der Link da? Also das Bruder-Klaus-Gebet ist folgendes, da heißt es, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Susanne, das ist das Bruder-Klaus-Gebet. Hast du gewusst, dass das eines meiner Lieblingsgebete sind? Ich bin ja katholisch aufgewachsen und dieses Gebet hat meine Mutter so oft gebetet. Dieses Gebet ist bei meiner Mutter über dem Bett gehangen. Es gibt auch einen Song, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir. Apropos Song, dieses Format beinhaltet auch, dass wir Worship-Songs miteinander hören. Es beinhaltet, dass wir miteinander beten, eben heute mit dem Bruder-Klaus-Gebet. Jetzt hast du mein schönes Gebet gesungen, abgeklemmt. Ich bin dann irritiert, ist die Frage, habe ich den Ton nicht getüpft? Aber du wolltest eigentlich sagen, wir haben jemanden, der kann das besser als ich. Und das akzeptiere ich, respektiere ich, nur in der Krise, sonst natürlich nicht. Und wir haben hier den Dave Cool, das ist einer unserer Worship-Anbetungsleiter, unserer Church, seit Jahren mit dabei. Und er wird uns immer wieder auch in gesungene Gebete einleiten. Und Dave, welches Lied möchtest du ganz konkret mit uns zusammen singen? Das erste Lied heute. Ja, genau. Lass uns zusammen singen, Our God is greater, Our God is stronger. Einfach, damit wir uns so wie positionieren und sagen, Gott ist immer noch Gott und steht über allem. Ja, und egal wo du bist, du kannst auch aufstehen, du kannst rumgehen, so frei, wie du dich fühlst und so frei, wie du bist. Auch auf dem Balkon, für die, die zu Hause sind in Quarantäne, kannst du auf den Balkon gehen, du hast Optionen, du kannst einen Lautsprecher nehmen und die ganze Nachbarschaft beschallen. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Not like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Not like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than other. Our God is healer. Awesome and power. Our God. Our God. Why don't you turn into wine? Open the eyes of the blind. There's no one like you. Not like you. Into the darkness you shine. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Not like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome and power, our God, our God. And if our God, and
And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Stand against. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, you're stronger. Wow, was für ein Song. Gott ist immer noch größer und stärker. Dieser Coronavirus, wie schlimm ist er? Er ist wirklich sehr, sehr schlimmer als bis jetzt jede Grippe, die wir jemals gehabt haben. Und ich glaube, darum macht es auch uns Angst und versetzt Menschen in Panik, weil es gibt noch kein Medikament, kein Gegenmittel. Das heißt, wir haben wie die Kontrolle verloren, Susanne. Und ich möchte eigentlich mit euch sagen, es gibt noch was Schlimmeres als der Coronavirus, und das hat mit dem Bruder Klaus gebetet, hat gesagt: Gott, mein Herr und mein Gott, nimm alles weg von mir, was mich hindert zu dir. Und was im Moment geschieht, dass wir diesen äußerlichen Virus mit aller Macht und Mitteln und Finanzen und Regulationen bekämpfen. Aber ich glaube, jeder von uns hat einen inneren Virus. Der geht ein bisschen verloren. Der innere Virus bedeutet, man ist vielleicht eifersüchtig, man hat Menschen nicht vergeben, und das macht auch die Seele, den Geist kaputt. Oder auch Angst, sagen Psychologen, Angst ist schlimmer als der Virus, weil das schlägt auf dein Gemüt, auf dein Immunsystem, und dann wirst du noch mehr krank. Wirst du noch mehr krank als vorhin. Also es gibt viele Themen, die schiebt man auf die Seite, weil man bekämpft das Äußerliche. Ja. Aber nicht das Innerliche. Ich finde auch die Klimadebatte finde ich eine gute Sache, dass wir uns wirklich Gedanken machen, wie können wir diese Schöpfung Gottes erhalten bleiben, was können wir unternehmen für den CO2-Ausstoß, ist mega wichtig, finde ich. Und dennoch, was ist mit meinem inneren Klima, mit meiner inneren Klimaverschmutzung? Und über das spricht man im Moment nicht. Und darum, das Bruder-Klaus-Gebet ist für mich ein Gebet, wo ich einfach als erstes Gebet nehmen möchte, was ist dein Klimaverschmutzung in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Geiste? Und wo gibt es einen Virus, den du schon längst mit dir mitträgst? Ich habe heute Leute gefragt, für was kann ich beten? Und ich habe verschiedene Anliegen bekommen. Jemand hat eben genau geschrieben, bitte bete für mich, dass ich Freiheit bekomme für meine vergangenen Beziehungen. Mit anderen Worten, ich habe gewisse Dinge noch nicht aufgeräumt. Der Ex-Partner klebt noch immer in meiner Seele drin. Also du merkst, dieser Virus macht kaputt. Dann eine zweite Person hat geschrieben, betet für mich, ich habe Depressionen, Suizidgedanken, ich möchte unbedingt davon geheilt werden. Und Susanne, der Bruder Klaus spricht genau von diesem Gebet: Mein Herr und mein Gott, nimm alles weg von mir, das innerlich in mir drin ist. Und ich glaube, wenn man in einer Quarantäne ist und man ist vielleicht isoliert in gewissen Ländern, man kann nicht mehr rausgehen, dann hat man mega viel Zeit, plötzlich 2 Wochen Zeit, um nicht einfach nur Netflix zu schauen oder Games zu machen, sondern das ist wirklich eine krasse Chance. Weil in jeder Krise kommen nur die Dinge hervor, die schon immer da gewesen sind. Und was würde geschehen, wenn wir ganz bewusst diesen Virus, das, was mich hindert, zwischen Menschen anpacken, bete, mit Menschen auch diskutiere. Du kannst es auch online mit Leuten machen oder mit dem WhatsApp oder Zoom, was auch immer. Wenn du mit Leuten darüber austauscht, wie du von diesen Dingen endlich in deinem Leben loskommst. Leo, du hast es mal so schön gesagt in einer deiner Predigten, dass man ja in die Quarantäne muss, wenn man vom Coronavirus befallen ist. Aber wie wäre es, wenn wir unseren inneren Virus mal aushungern lassen würden und diesen inneren Virus in diese Quarantäne stecken? Und ist es nicht spannend, dass wir ausgerechnet jetzt eigentlich in einer von der Kirche ausgerufenen Fastenzeit sind bis Ostern? Und warum nicht auf etwas verzichten, weil körperliche Disziplin, was Verzicht bedeutet,
fördert immer auch die geistliche Disziplin, was bedeutet die geistlichen Durchbrüche. Ja, ich finde es mega, mega wichtig, weil die erste Gebetsform ist wirklich, was hindert mich davon? Das ist nicht einfach etwas, was man beten kann, sondern überleg dir ganz konkret, welche Dinge, das ist ein Gebet, eben auch mal hinzusitzen und zu überlegen, welche Dinge habe ich noch in meinem Leben. Das ist das erste Gebet, beginnt mit dem. Ich möchte euch eine Auflistung geben, um euch ein paar Gedanken mit auf den Weg zu geben, was könnten das für Themen sein. Und wenn du eine Bibel hast zu Hause oder ein Smartphone, kannst eingeben Galater, Kapitel 5, Vers 19 bis 21. Und das ist eine mega große Liste von Dingen, die Gott sagt, dagegen ist eure alte Menschennatur nach. Sie ist offensichtlich, wohin es führt. Also, es kann sein sexuelle Unmoral, ein sittenloses, ausschweifendes Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen, auf übersinnliche Kräfte wie Horoskope, Pendelei, Wahrsagerei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltung bestimmt dann das Leben. Genauso wie Neid, Trunkensucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Also der letzte Satz ist mega heavy. Aber für mich hilft das, wie eine Auflistung, von welchen Dingen habe ich in meinem Leben, wo ich jetzt einfach bete und nimm ein Blatt Papier, ein Smartphone und schreibe mal ganz, ganz ehrlich. Weil du bist jetzt vielleicht auch alleine zu Hause, niemand ist vielleicht da. Schreibe es ganz ehrlich auf, weil ein Wunder geschieht da, wo man ganz ehrlich Dinge auf den Tisch bringt. Ich sage immer, bring den Fisch auf den Tisch. Bring es auf den Tisch. Und während vielleicht Dave ein Worship-Lied spielt, möchte ich einfach jetzt bitten, in den nächsten paar Minuten, mach das zum Gebet, nimm ein Blatt Papier, sei ehrlich, schreib es auf. Und wenn du diese Dinge aufschreibst, möchte ich mit dir sagen, das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Es heißt nicht, dass du keine Hoffnung hast, sondern Wunder geschehen da, wo man sagt, ich habe ein Problem. Weißt du, bei den anonymen Alkoholikern haben sie ein 12-Schritte-Programm und das erste ist immer, wo sie sagen müssen, ich bin Alkoholiker. Und ich habe gedacht, das ist ein No-Brainer, das ist ja logisch. Ist eben nicht so. Man verdrängt das und man nimmt das nicht wahr. Und der Moment, wo du das siehst im Spiegel, ist der Anfang von einem Wunder, weil du ganz ehrlich einfach sagst, das sind meine Punkte. Ja. Wir alle haben Punkte, das ist cool, wir alle sind im gleichen Boot. Der eine hat ein paar Punkte mehr, der ein paar Punkte weniger. Das heißt, wir alle haben Punkte. Und das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Und du kannst auch während dem nächsten Lied einfach diesen Bibelvers selber nochmal nachschlagen. Es steht im Galater 5, Vers 19 bis 21. Das kann so eine Liste sein für dich persönlich. Und du einfach sagst, Heiliger Geist, gibt es etwas, was du mir aufzeigen möchtest? Und dann nimm das Wort, das dich anspringt und frag so, ja, was meinst du genau damit? Weil manchmal hat man ja so blinde Flecken und sieht es selber nicht. Und das ist die Möglichkeit, jetzt während dem nächsten Lied. Here is my heart, Lord, have it all. My hands are open, I let go. I'll leave behind the things that pull me. And look to you, the Holy One. In you I stand unshakable, my future now unbreakable. So come on me, I choose to stay in your love that won't fade away. Jesus, come and have your way. Here is my heart, Lord, have it all.
arms are open, I let go. I leave behind the things that pull me down and look to you, the Holy One. In you I stand unshakable, my future now unbreakable. So come on, may I choose to stay. Come and have your way. Jesus, come and have your way. Dying way. Jesus, come and have your way. As I surrender to you, for you are holy. You are holy. You are holy. Stand unshakable, my future now unbreakable. So come what may, I choose to stay in your love that won't fade away. Your love will never fade. Also wenn man das Bruder Klaus Gebet mit dem ersten Punkt beginnt, Gott, zeig du mir, was mich hindert zu dir, ist mir mega wichtig. Da kommen viele Gefühle hoch, viele Emotionen, viele Wunden, viele Enttäuschungen, viele Verletzungen. Ich möchte dir wirklich sagen, du bist kein schlechter Mensch. Du bist eine Geschöpfung Gottes. Gott ist mächtig stolz, dass es dich gibt, weil Gott jubelt jeden Tag, wenn er über dein Leben nachdenkt. Und ich habe einen Bibelvers, der steht in Sprüche Kapitel 3, Vers 11 bis 12 zu diesem ersten Gebet. Da heißt es, mein Sohn oder meine Tochter, wenn der Herr dein Gott dich zurechtweist, also Dinge offenbart, dann sei es nicht entrüstet und sträube dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht er dich, auch der Herr. Also wenn Gott dir jetzt einfach Dinge offenbart und dir Dinge bewusst wird, dann ist es eine mega, mega, mega Chance. Susanne, während jetzt die Menschen sich Gedanken gemacht hat, was ist ihr Virus, was ist ihre Klimaschmutzverschmutzung in der Seele, ich möchte dich fragen, was ist dein Virus oder was kam bei dir hoch? Ja, du hast diese Liste schon mal vor ein paar Wochen in einem Gottesdienst gebracht, diese Liste aus Galater 5. Und da habe ich mein Herz geöffnet, weil du so uns aufgefordert hast und habe gesagt, Heiliger Geist, was möchtest du mir zeigen? Dann bin ich irgendwie bei diesem Wort Fresssucht stecken geblieben. Habe ich gesagt, ja, aber gut, Gott, das hat jetzt nichts mit meinem Leben zu tun. Also ich habe keine Essstörungen. Ich esse regelmäßig, ich esse gesund. Was meinst du genau damit? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauchte ein bisschen Zeit und einen Austausch mit Gott. Und ich habe festgestellt, das war jetzt nichts Neues, dass ich eigentlich schon Dinge mit dem Essen kompensiere. Deswegen habe ich schon vor ein paar Jahren angefangen, einfach auf Süßes zu verzichten, weil ich gemerkt habe, ich kompensiere. Und was eigentlich rausgekommen ist, dass Gott mir klar gemacht hat, dass ich Angst habe, zu kurz zu kommen. Das ist nicht schön. Aber es tut gut, wenn es am Licht ist und wenn ich es einfach gut hinhalten kann. Nimm das von mir, weil es hindert mich zu dir. Also was mich hindert an diesem Gott im Himmel, diese Situation ist für mich eine persönliche Katastrophe, weil ich plane sehr, sehr gerne, weil ich liebe zu planen. Und ich hatte viele Predigten gehabt in Schweden, in Deutschland, eine ganze Tour in Amerika. Ich habe mich so gefreut auf diese Touren, wirklich, weil ich habe
die ersten paar Monate für dieses Jahr nicht so viel gemacht. Ich das Gefühl habe, ich soll zur Ruhe kommen, habe ich dann gemacht. Und es ist wie wenn in der Stecke mir gezogen wird, weil ich liebe die Bühne. Jetzt wirst du vom Staat noch aufgefordert, zur Ruhe zu kommen. Haben Sie echt wortwörtlich so gesagt? Ja, entschleunigen. Und ich liebe die Bühne, ich liebe zu preachen und all das hat Gott mir weggenommen. Und dann habe ich gemerkt, es löst was aus bei mir. Und ich muss wirklich lernen, jetzt einfach zu sagen, ich bin natürlich der, der sagt, ja, lass uns den Virus in 2 Wochen bekämpfen und dann ist das erledigt. Und das zweite ist Geduld. Geduld ist ein Wort, das habe ich schon davon gehört. Aber selber ist das für mich so schwierig. Wer steckt da nicht mit drin, ja, und ich merke einfach, ich würde gerne wieder planen und so. Und diese zwei Dinge kommen bei mir hoch. Ist nicht schön und ich weiß auch nicht, wie mit dem ehrlich gesagt im Moment umgehen, aber das ist ja der Punkt. Ich weiß nicht genau, wie das löst, aber ich halte das Gott hin und sage, mein Herr, mein Gott, nimm alles weg von mir, was mich hindert, zu dir. Dave, ich möchte dich fragen, was ist so denn dein Virus, wo dir so bewusst geworden ist, wo dich hindert zu deinem Gott im Himmel? Geht vielleicht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Übrigens, ich bin froh, dass das passiert, weil das kommt mir als Angestellter natürlich zugute, wenn du zur Ruhe kommst. Aber mein Virus hat auch mit Kontrolle zu tun, hat nicht so viel mit Kontrolle über Planung zu tun, vielleicht auch, aber es hat auch mit Kontrolle darüber zu tun, über meine Emotionen, über die Leute, die ich gern habe, die ich leite vielleicht oder mit denen ich zusammen bin, weil ich kann Menschen nicht kontrollieren und irgendwie kommt da was hoch, dass ich lernen darf, einfach in diesem Frieden von Gott zu leben, auch wenn die Umstände nicht okay sind oder wenn du deine Arbeit nicht verrichten kannst oder meine Frau zum Beispiel hat gesundheitliche Herausforderungen, sollte jede Woche 1 bis 2 Mal schwimmen gehen, geht einfach nicht mehr. Das heißt, es gibt Sachen, die du fühlst dich wirklich eingesperrt wie in einem Gefängnis und erstaunlicherweise seit diese Dinge von außen so kommen und mich umschließen, ist der Friede Gottes, der drückt raus. Also es ist wie eine Gegenwand, die da kommt, die mich hält und schützt. Und das zu spüren, das ist für mich ein Riesenschatz, den ich jetzt entdecke. Vielen Dank. Es war mega wichtig, dass wir einfach merken, wir sind alle im gleichen Boot. Jeder hat Punkte im Leben. Gott liebt uns, Gott ist mächtig stolz auf uns und das ist eine mega Chance. Das ist das erste Gebet von Bruder Klaus. Und das ist unser Gebet heute, mein Herr und Gott, nimm alles, diese Listen, diese Punkte, nimm es weg von mir, das mich hindert zu dir. Und jetzt geht der Bruder Klaus in das zweite Gebet. Susanne, kannst du nochmals vorlesen, was war das zweite Gebet von ihm? Ja, das zweite Gebet heißt, im Gegenzug, mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Also fördern bedeutet, wenn Gott das wegnimmt, dann gibt mir Gott neue Dinge. Und neue Dinge möchte ich euch weiterlesen in Galater Kapitel 5, Vers 22 und 23. Es beginnt ja mit einer mega krassen Liste, was alles so der alte Mensch ist, also Dinge, die wir haben. Und es ist eine mega lange Liste. Und dann sagt aber Gott, ich möchte euch fördern in Folgendes. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Also die Freude an Gott können wir uns nicht rauben lassen. Es kommt Liebe, Freude und Frieden. Geduld, das ist mein Wort für mich, Freundlichkeit und Güte, Treue und Nachsicht und auch Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Fragezeichen. Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Also Gott möchte uns in diesen Eigenschaften fördern. Wie cool ist das? Wie cool ist das? Und wir möchten jetzt in ein paar Songs reingehen, wo wir einfach diesem Geist von Gott Raum geben. Du kannst dazu aufstehen, du kannst dich bewegen, einfach mit dem Bewusstsein. Währenddem wir einen weiteren Song singen, möchten wir dem Geist von Gott Raum geben, dass er genau diese Dinge wie Liebe, Friede, Freude, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung fördert, kultiviert in unserem Inneren. Und das Wort fördern bedeutet eben, es gibt für jede Person einen anderen Schlüssel, wie man das anpacken kann. Es gibt nicht ein Rezept, wo bei allen Leuten genau gleich funktioniert.
Und jetzt kommt der Punkt, wieso wir Worship-Lieder singen, weil ich habe in meinem Leben was fast immer so erlebt, wenn ich Worship-Lieder gesungen habe, gesungene Gebet zu Gott, gab mir Gott eine Idee, ein SMS zu schreiben oder plötzlich dies und jenes zu tun. Und während du singst, erwarte ich jetzt, dass der Geist Gottes dir einen Schlüssel gibt, wie du vergeben kannst, wie du aus dem Jetzt rauskommst, wie Esssucht oder Trunkensucht, trinken, genau, in deinem Leben so weggehen kann. Darum ist es nicht einfach so quasi, jetzt gehen wir rüber, ich bete ein Gebet und dann ist alles erledigt, sondern während du jetzt singst, erwarte, dass der Geist Gottes dir einen Schlüssel in die Hände gibt, wie du das lösen kannst. Das macht Gott, das ist unser Gott. Dave, welche Lieder hilft uns, das zu tun? Wie ich es mache, wenn ich zu Hause bin, der erste Satz, der mir in den Sinn kommt, halt von wie einem Ohrenwurm, den fange ich an zu singen, den du vielleicht kennst von deiner Playlist und deiner Kirche. Und jetzt kommt mir Holy Spirit, you are welcome hier in den Sinn, weil ich will einfach den Heiligen Geist einladen, dass er uns hilft, weil das hat er versprochen, das brauchen wir. Und wenn du singst, der Heilige Geist, ich lade dich ein, bedeutet, er ist der Geist der Heilung, er heilt. Der Geist Gottes kann heilen. Der Geist Gottes kann trösten. Der Geist Gottes kann lehren. Er kann dir etwas erklären. Der Geist Gottes aber umarmt dich auch mit einer Liebe, die die Welt nicht kennt. Und er ist auch mein Fürsprecher. Er sagt zu dem Gott im Himmel, hey, das Leo, das Dave, das Susanna, wie auch immer du heißt, bitte ich, greif ein. Und wir erwarten jetzt, dass in deiner Liste der Geist Gottes spricht, umarmt, dir eine Vision gibt, dich lehrt, alle diese Attribute. Darum lasst uns das singen. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my chain is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare, 'cause you are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my chain is undone. In your presence, Lord. Komm, wir singen das nochmals. I've tasted and seen. Oh, I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my chain is undone. In your presence, Lord. So Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord.
Ich möchte jetzt beten, dass der Heilige Geist wirklich willkommen ist auf deiner Liste, auf meiner Liste, auf unseren Virusen, Klimadebatten, unserer Seele, dass einfach das, was uns hindert, Gott nimmt und uns fördert, nach vorne katapultiert, weil jede Krise ist auch eine Chance. Es kann uns fördern. Heiliger Geist, ich möchte jetzt beten, du bist ein Geist der Offenbarung, du bist ein Geist, der uns einen Schlüssel in die Hände geben kann, um diese Dinge zu lösen, die schon seit Jahren vielleicht wie so eingehockt sind, seit Jahren sich eingeprägt haben, seit Jahren wie wir nicht lösen können. Und du bist ein Geist Gottes, dem ist nichts unmöglich. Du bist ein Geist der Heilung, der Wunder. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du mir jetzt in meinen Gedanken, in meinem Herzen, in meiner Seele so einen Gedanken gibst, wie ich das lösen könnte, wie du das in meinem Leben umdrehst vom Minus zum Plus, wie du das förderst. Und ich löse mich von meiner Eifersucht, ich löse mich von diesem Spaltungsgeist, ich löse mich von Rechthaberei, von sexueller Unmoral, von diesem Neid, der mein Leben bestimmt, von dieser Fresssucht, weil ich das Gefühl habe, ich habe es verdient, niemand liebt mich. Ich möchte dich einfach lösen von deinen Themen, die du in deinem Leben seit Monaten, Jahren mit dir mitträgst. Und ich rufe es wirklich aus in deinem Leben. Und während du die einen Dinge einfach dich löst von diesen Dingen, dann hat Gott immer das Gegenteil dafür bereit. Was ist das Gegenteil von Eifersucht, Annahme, Liebe, all diese guten Dinge? Und im Römer 5, Vers 5 heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und während du Dinge aufschreibst und sozusagen einfach von dir wegbringst, fließt die Liebe von Gott in dich hinein durch den Heiligen Geist. Das ist ein immerwährender Prozess und füllt dich einfach neu auf zu dem, was dich hin zu Gott fördert. Wow, wir sind schon recht tief gegangen. Das Bruder-Klaus-Gebet ist tiefer, als man es einfach so liest, auf der Wand hinkleben kann. Und übrigens, das Bruder-Klaus-Gebet, wenn dich das interessiert, du findest es ganz einfach online. Noch kann man ja online gehen. Bruder-Klaus-Gebet und dann kommt's direkt, kannst du dir es rauskopieren und ausdrucken. Also das Erste hat gesagt, nimm alles weg, was mich hindert zu dir. Das haben wir auf das Blatt Papier geschrieben. Dann hat er gesagt, gib mir alles, was mich fördert zu dir. Und dann das dritte Gebet, das er betet, Susanne. Da heißt es, mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Also mit anderen Worten, nimm alles weg, was mich hindert, dann fördere mich und Gott, ich möchte mein ganzes Leben radikal, heißt bis in die Wurzeln, möchte ich dir zur Verfügung stellen. Susanne, du hast so eine Grafik, die uns mega hilft, dieses Gebet auch, kannst du mal geben, zu verstehen? Ist kein Problem. So, was malst du da? Zwei Kreise. Kreis Nummer 1. So sieht man das auch gut. So ein bisschen auf die Seite stehen. Das sind zwei Kreise. Und was hat das für eine Bedeutung? Also im einen Kreis, da bin ich im Zentrum. Und im anderen Kreis ist Jesus im Zentrum. Und ich glaube, mit dem Coronavirus, was wir lernen können oder was eine Chance ist für uns zu sagen, hey, stimmt. Es gibt Bereiche, da war ich der Herr, da war ich im Zentrum. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, kommt es nicht gut so raus und ich muss zurück. Aber dafür muss ich Jesus ins Zentrum tun. Und das geht mit einem ganz einfachen Gebet, Leo. Also ich habe heute Morgen, bevor wir beten, noch einen Text bekommen von einer Frau, die gesagt hat, ich bin dankbar, dass auch Wunder geschehen im Coronavirus, nicht nur ist alles negativ. Und sie hat geschrieben, durch diese Krise habe ich zu Gott zurückgefunden. Wow.
Wow. Das ist krass, dass Krisen sind Chancen. Und wenn du merkst, du bist von Gott abgekommen in deinem Leben, oder du warst mal als Kind gläubig, hast diesen Weg verlassen, oder du merkst in die Situation, ich brauche diesen Gott im Himmel, du kannst ihn einladen im ganz, ganz einfachen Gebet, und das möchte ich gerne mit dir machen. Ich möchte ein Gebet beten, dass du dich versöhnen kannst von deinen Fehlern, von deinen Sünden, von deinen Verhaltensmustern, dass sich trennt von diesem Gott im Himmel, und dass du Gott einlädst, in dein Leben zu kommen, damit er das Zentrum von meinem Leben wieder ist. Was ist so die Schnittmenge da? Ja, das ist ganz praktisch. Ich habe den ersten Kreis zu groß gemacht. Ah, okay. Also ich möchte einfach mit uns zusammen beten, und wo auch immer du bist, ich werde einen Satz vorbeten. Du kannst diesen Satz mitbeten zu Hause als ein Statement. Ich gebe mein Leben diesem Gott total hin. Dann sage ich, lieber Jesus. Lieber Jesus. Ich danke dir für mein einmaliges Leben. Ich danke dir für mein einmaliges Leben. Bitte vergib mir all meine Fehler und alle meine Sünden. Bitte vergib mir all meine Fehler und all meine Sünden. Und ich nehme die Vergebung in Anspruch. Und ich nehme die Vergebung in Anspruch. Ich mache dich zu meinem Zentrum von meinem Leben. Ich mache dich zu meinem Zentrum von meinem Leben. Gott, ich bitte dich, führe und leite mich. Gott, ich bitte dich, führe und leite mich. Beschütze und segne mein Leben. Beschütze und segne mein Leben. Ich möchte dir gehören für immer. Ich möchte dir gehören für immer. Dann sagt man Amen. Amen. Das heißt, so sei es. Sei so. Ich habe dieses Gebet mit 18 Jahren gebetet, und das hat mein Leben wirklich maßstäblich auf den Kopf gestellt, um 380 Grad gedreht, oder 180 Grad gedreht, besser gesagt. Und mein Leben hat sich komplett verändert, und ich bin diesem Jesus so dankbar. 360 Grad bedeutet, ich bin im gleichen Punkt, wo ich schon gewesen bin. Darum, das geht natürlich nicht. Also. Und ein Versprechen haben wir aus Psalm 16, Vers 11, wo es heißt, hey, wenn du diesen Gott zum Zentrum machst in deinem Leben, dann bedeutet das, dass er dir den Weg zeigt, der zum Leben führt, danach, wo wir uns ja alle sehnen, dass er dich mit Freude beschenkt, dass er immer bei dir ist und dass aus seiner Hand du unendliches Glück empfängst. Also das ist eine Glücksentscheidung, die du heute getroffen hast, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht erneut wieder, vielleicht auch schon zum x-ten Mal. Aber Hauptsache, dieser Gott steht im Zentrum von unserem Leben. Also das Bruder Klaus Gebet hat diese drei Teile, ich möchte es nochmals zusammenfassen, damit es uns prägen kann. Ist der Coronavirus wirklich schlimm? Die Antwort ist ja, aber noch schlimmer ist mein Virus und meine Klimadebatte in meiner Seele. Darum, alles, was mich hindert, zu Gott und zu Mitmenschen, das möchte ich wirklich, dass das von mir weggenommen wird, weil das macht meine Seele und meinen Geist kaputt. Und man sagt, 80% von allen Krankheiten geschieht aus der Seele raus, weil man Dinge nicht verarbeitet hat. Das ist mega krass. Und dann, ich wünsche mir, dass Gott mich fördert in meinen Stärken. Und dann habe ich diesen Wunsch, wenn mir Gott mich fördert, dass ich mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stelle. Ich möchte das mit einem Bild ein bisschen ummalen. Und zwar, das war eine meiner Lieblingsgeschichten, und zwar ein Mann, der hatte wirklich einfach oft Stress und dann war auch ein bisschen wütend, hat viel gearbeitet, und immer bevor er nach Hause kam, mit seiner Wut, mit seinem Stress, hat er gemerkt, das kann ich nicht meiner Frau, meinem Hund und den Kindern antun. Und er hat ein Ritual entwickelt. Und ein Gebet ist auch ein Ritual. Und er hat ein Ritual entwickelt. Vor seinem Haus gab es einen großen Baum. Und jeden Tag nach der Arbeit, bevor er in das Haus ging, ging er zum Baum und hat den Baum umarmt. Und hat sich vorgestellt, dieser Baum ist Jesus Christus. Und hat gesagt, Jesus, ich hatte so einen schlimmen Tag, ich war heute wieder wütend, hat all das, was ihn gehindert hat, wie Bruder Klaus, alles bei Jesus abgeladen. Und hat gesagt, und ich gehe nicht in dieses Haus, bis ich gemerkt habe, alles habe ich abgeladen. Und das ging manchmal eine halbe Stunde, manchmal auch kürzer. Und du kannst dir mal vorstellen, was Menschen gedacht haben. Was macht der am Baum? Wieso umarmt der den Baum? Und er hat gesagt, es ist mir so egal, was Menschen denken und sagen, weil ich brauche ein Ritual, das mir hilft, dass ich nicht meine Familie verseuche mit meiner Wut, mit meiner Laune. Und dann, als er das bei Jesus da deplatziert hatte, und er gemerkt hat, ich habe den Frieden bekommen,
erst dann ging er in das Haus und sagte, Schatz, Hund, Kinder, hier bin ich. Und der Friede Gottes ist immer so in sein Haus eingezogen. Das ist ein Ritual, das ist ein Bild, das ist auch eine Gebetsform. Also mit anderen Worten hat der Bruder Klaus Gebet umgemünzt in dieses Bild. Umarme den Baum, bring alles auf den Tisch bei Jesus. Der ist nicht schockiert über deinen Wut, der ist nicht schockiert über deine Punkte, die du hast in deinem Leben. Gott kennt dich anyhow. Aber dann hat er sich so lange gebetet, bis gemerkt, Gott fördert mich. Und dann ging er hinein und war ready, um ein Segen zu sein für seine Familie. Und lasst uns so einen Baummoment nehmen, wo wir ein Worship-Lied singen. Und in diesem Lied stell dir vor, du umarmst jetzt einfach diesen Jesus und platzierst alles bei Jesus. Bis du merkst, dieser Friede Gottes kehrt in mir ein. Und du dann heute auch den Tag mit WhatsApp, mit Videocalls, Homeoffice, was auch immer du heute tust und wo immer auch du heute bist, dass du einen Frieden Gottes auch ausduften kannst. Einen Duft in deine Nachbarschaft, in dein Online, in deine WhatsApp, Social Media, wo auch immer du drin bist. Und spüre diese Freundschaft, die Bruder Klaus erlebt hat und die Gott sich mit dir wünscht. Nimm mich mir und mach mich ganz zu eigen dir. Dieses Verschmelzen mit diesem Gott im nächsten Worship-Song. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant through the trial and the change, this one thing remains, this one thing remains. 'Cause your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. For it overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. This one thing remains, this one thing remains. This love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, oh, oh, oh. And in death, in life, I'm confident, covered by your power. Separate my heart from your great love, your great love. 'Cause your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me, your love. Was für ein tiefer Song. Und ich finde es mega wichtig, wenn man Dinge auf den Tisch bringt.
löst auch immer Gefühle aus. Man denkt, ich bin ein schlechter Mensch, Gott kann mich nicht lieben, Menschen hassen mich, was auch immer. Ich möchte sagen, du bist die Krönung der Schöpfung. Und es gibt diesen Bibelvers in Zephania, Gott jubelt jeden Tag, wenn er an dich denkt. Und was ich schön finde, wenn Gott uns Dinge offenbart, weil Gott uns fördern will, uns besser machen will, das ist auch die Güte Gottes. Gott zeigt nicht mit dem Finger auf dich, sondern Gott streckt seine Hand aus und sagt, ich möchte dir helfen, dich zu fördern. Susanne, kannst du nochmals dieses Gebet von Bruder Klaus zusammenfassen, nochmals das vorlesen, was er gebetet hat, dass wir ein Bild haben, was dieses Gebet in diesen drei Punkten effektiv bedeutet. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Wunderschönes Gebet. Und wie gesagt, das Gebet kann man auslegen in drei Punkte. Also alles, was mich hindert, bitte ich, dass Gott es wegnimmt. Und das Zweite, ich möchte, dass Gott mich fördert, besser macht. Und dann das Dritte, sage ich zu Gott in diesem wunderbaren Bild, ich ergebe mich, ich gebe alles dir hin. Und das ist mein tiefster Wunsch. Susanne, was erwartet uns morgen beim Hour of Prayer? Ja, Hour of Prayer gibt jeden Tag eine neue Gebetsform, jeden Tag eine neue Art, wie wir Gott begegnen können. Und eines der nächsten Themen ist Namen Gottes. Wow, was kann man da mit dem Namen Gottes machen? Ja, das erfährst du, wenn du einschaltest. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ich möchte euch zum Ende von heute den Psalm 16, Vers 11 vorlesen. Und da finde ich mega ermutigend im ganzen Setting. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Ja. Du beschenkst mich mit Freude und ich bete, ja, dass du heute Freude bekommst in deiner Quarantäne, auch wenn du zu Hause alleine bist, ja, mit deinen Kindern. Das ist eine gigantische Chance. Die ganze Welt steht still. Und das ist wirklich eine Chance, weil wir sind ja nicht, unsere Freude sind ja nicht die Finanzen, was wir alles erreichen, sondern es ist ein innerer Friede zu wissen, ich gehöre zu Gott. Denn du bist bei mir. Gott ist bei dir, wo auch immer du bist. Das ist eine Zusage. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Also auch in dieser größten Krise kann Gott dir Glück bringen, weil Dinge sich in der Krise nach vorne kommen, sind offensichtlich und Gott kann Dinge verändern. Ich segne dich heute mit diesem Gebet von Bruder Klaus, dass du einen Gott hast, der Dinge offenbart, weil er uns liebt. Und ich bete für dich, dass Gott dich auch freisetzt von Dingen, die nicht zu dir gehören, weil Gott dich noch mehr liebt. Und ich segne dich, dass du weißt, mein Zentrum, mein Mittelpunkt von meinem Leben ist und bleibt dieser Jesus. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen göttlichen Tag bis zu der Hour of Prayer. Tomorrow. Bye-bye.